Du hast eine Abmachung mit der Fumi getroffen. Nimm ihre Einladung an, bis sie dir vertraut, okay? Ich bin gleich da. Ich warte in der Küche. Vorhut, meine Togo-König, meines Togo-Königreichs, rückt vor zur Front. Da trampelt sie alle. Diese jämmerliche Verteidigung soll dich beschützen. Sie ist nutzlos. Erwache, Drache, lasse dein Höllenfeuer alle vernichten. Turm des dunklen Infernos. Hörst du sie, die Todesschreie der sterbenden Soldaten, die über das Schlachtfeld hallen? Mit einem inkompetenten König kann kein Soldat seinen wahren Mut beweisen. Nun leidest du. Endlich ist alles in Position. Meine rechte Hand zittert, da ich meine volle Macht entfessle. Ich rufe den verbotenen Zug, der dein Ende erläutern wird. Ultimativer Excalibur-Angriff. Schach. Ich habe es wieder gemacht. Das ist eine peinliche Angewohnheit von mir. Beim Spielen werde ich, ich werde sehr aggressiv, als würde ich die Rolle der Königin über das Königreich annehmen. Ich finde das super. Hä? Ich finde es ein wenig, naja. Als ich klein war, hat mein Vater mir mit Rollenspielen die Regeln beigebracht. Nach und nach habe ich das Shogi-Brett dann so gesehen, als wäre es mein eigenes Königreich. Ich habe mir Geschichten und Strategien für meine, Untertanen ausgedacht, aber im Internet machen sich die Leute anscheinend über mich lustig. Sie finden mich komisch oder sagen, ich bin ein Otaku oder einfach verrückt. Ich kann es ihnen nicht verübeln. Ich finde mich ja selber auch komisch. Eine positive Sicht ist eine willkommene Abwechslung. Vielleicht lerne ich aus unserem Spiel mehr, als ich dachte. Ich spüre eine tiefe Vertrauensbindung bei Yuffie. Also es ist richtig gut, dass wir Gruppenmitglieder austauschen können. Also das ist super wichtig. Das reicht für heute. Oh, ich wollte noch was sagen. Liest du manchmal diese Wochenzeitschriften? Naja, ich mache ein Fotoshooting für eine davon. Warum fragst du? Es gibt aber sowieso noch kein Datum, also. Ich dachte, du wunderst dich sonst, wenn du sie am Kiosk siehst. Da sage ich es lieber, dir lieber vorher. Ehrlich gesagt mache ich es nur sehr ungern. Aber vielleicht bringt das dem Shogi etwas Aufmerksamkeit und macht den Sport beliebter. Sport. Jedenfalls rechtfertige ich es so von mir selbst. Ich habe heute Abend auch für ein Interview, auch noch ein Interview. Also machen wir für heute Schluss. Die Fumi Shogi zu spielen hat aber gehört, man müssen zu verpassen. Shiro's deadline is drawing near. We did all we could. I hope we can avoid problems now. As expected from someone who's been through this 3 times already. If you say so, then. Yes, I'm sure it'll go well. Ah ja, heute ist Tanabate, das Sternenfest. Auch wenn ich keine Bambusdeko rausstelle und meinen Wunsch auf einen Zettel schreibe, dieses Jahr bin ich einfach nicht in der Stimmung dazu. Aber es gibt ein traditionelles Gericht zu Tanabate, so wie Schokolade zum Valentinstag. Gut, Takemaki-san, wie lautet ein traditionelles Tanabate-Gericht? Kleiner Tipp, es passt zum Mythos davon. Ja, ich meine. Ey, Lilian, steckt in Schwierigkeiten. Sei so gut und hilf ihr, ja? Traditionelles Gericht? Sorry, Ren, hilf mir mal bitte. Tanabate durchqueren also zwei Götter jedes Jahr den Himmel, um sich zu treffen. Dann ist es die Milchstraße. Ah ja, sie müssen die Milchstraße überqueren, um zueinander zu gelangen. Wenn das traditionelle Essen also etwas ist, was von der Milchstraße inspiriert wurde.
Sommernudeln? Ja, das kommt hin. Die Milchstraße ist wie ein langer weißer Haufen davon, oder? Das traditionelle Gericht zu Tanabata ist Somen-Nudeln. In Tanabata werden traditionell Somen-Nudeln gegessen. In China aß man ursprünglich ein Gebäck, das Japaner Sakubei nennen, um Dämonen zu besänftigen. Mit der Zeit wurde aus Sakubei Sakumen und schließlich Somen eine ganz andere Speise. Passend zum Motiv des Dämonen besänftigend wird Somen an Tanabata auch Dämoneneingeweide genannt. Also stärkt euch etwas an traditionellem Essen und macht euch für die Prüfung bereit. Danke für die Hilfe, Ren. Prima, Lady Anne wird erleichtert. Drei Anfragen. Sorry, aber es ist Kasumi. Hast du heute ein bisschen Zeit? Ich habe die Erlaubnis dafür gekriegt, in der Sporthalle zu trainieren. Ich dachte, wir könnten vielleicht eine Runde drinnen trainieren. Hört sich das gut an? Die ist schließlich neu in Royal, also... Kasumi antwortet nicht. Was? Sorry, mein Telefon hat rumgesponnen. Es ist einfach ausgegangen, aber jetzt scheint alles gut zu sein. Wir sehen... Oh, willst du zuerst etwas in der Mensa essen? Ich besorge uns schon mal Sitzplätze. Ich warte in der Mensa auf dich, Senpai. Senpai? Tut mir leid, dass ich so kurzfristig herbestellt habe. Seit unserem Gespräch überlege ich, was außer Gymnastik mir noch große Freude bereiten könnte. Ich habe etwas herausgefunden. Das hier. Bento machen? Yes. Ja, ich kann kochen. Bei der Gymnastik muss man auf seine Ernährung achten, deswegen koche ich viel und gerne. Und weil ich dir danken wollte, habe ich dir Bento gemacht. So, anyway. Das hier ist ehrlich gesagt das erste Mal, dass ich für jemanden koche außerhalb meiner Familie. Das könnte mir wirklich dabei helfen, mein Selbstbewusstsein zu stärken. Ich habe das speziell für dich mit Blick auf deinen Körper und so weiter zubereitet. Willst du es? Dann bin ich froh, dass ich mir diese ganze Mühe gemacht habe. Hühnchen und Eier helfen dir bei deiner Müdigkeit. Dann noch Bohnen und brauner Reis. Das Körpergewicht ist wichtig für Turner. Ebenso wie Energie und Ausdauer. Deswegen achten wir auf viele Proteine und wenig Fett. Eisen ist wichtig für die Ausdauer und Vitamin B für Energie. Warte, ich konzentriere mich wieder ganz auf den Gymnastikteil. Naja, jedenfalls... Lass uns reinhauen. Heute steht mein Training an, als ist das die perfekte Menge für mich. Warum schaust du so skeptisch da rein? Das sieht nach viel aus, aber ist tatsächlich weniger als meine übliche Portion. Keine Sorge, ich habe die Kalorien im Blick. Das wird alles wieder abtrainiert. Komm schon, Senpai, du bist damit schneller fertig, als du denkst. Das ist ein vertrauter Geschmack, aber er passt einfach nicht zum Essen. Ich habe jetzt von mehreren Seiten probiert, aber er schmeckt immer gleich. Irgendwas, was ich kenne. Aber mir, Senpai, ist alles okay? Du wirkst irgendwie so abwesend. Wieso klingst du wie ein Roboter? Ist es zu wenig Gewürz? Ich dachte... Zu viel könnte vielleicht schlecht für dich sein. War es zu wenig? Tut mir leid. Nein! Oh, das hast du jetzt falsch verstanden. Ja, genau diesen Geschmack hatte ich im Kopf. Ich wollte entscheiden, wie ich sie würze. Jeder mag doch Curry oder nicht. Und habe mich für maximalen Curry-Geschmack entschieden. Oh, tut mir leid. Magst du das Gewürz nicht? Oder warte, vielleicht hättest du es lieber richtig scharf? Nein! Das wäre jetzt nachwuchs, dann wird es typisch. Fuck! Was? Nein! Soll ich Mayonnaise holen? Sojasauce, vielleicht Miso? Glaubst du, Dr. Mariyuki hat Salz? Du hast recht, ich sollte einfach etwas Neues zu essen. Oh.
Aber... Danke dir. Jetzt sollten wir aber wirklich mal essen. Thank you for the meal. Das war köstlich. Danke, dass du dein Essen aufgegessen hast. Tut mir leid, dass es nicht perfekt geworden ist. Ich hatte die Idee, Bento zuzubereiten, aber ich konnte mich nicht für den Geschmack entscheiden. Wie immer sei, es tut mir wirklich leid. Das ist mir so peinlich. Ich fand es echt toll, als ich es dir präsentierte, aber jetzt... Nehme ich an, danke. Nächstes Mal werde ich dich vorher fragen, was du magst, bevor ich etwas so Verrücktes ausprobiere. Nächstes Mal werde ich diese super scharfe Megiddo-Soße kaufen. Anscheinend hilfst du mir immer, meinen Weg zu finden. Wenn ich dich nicht hätte, wäre ich mit Sicherheit wieder in eine pessimistische Spirale geraten. Vielleicht hilft mir dieses neue Selbstbewusstsein dabei, mein wahres Ich zu erkennen. Wie immer sei, ich schätze, ich kann nur weitermachen. Ich hoffe, wir können uns gegenseitig verbessern. Ich fühle Kasumis Leidenschaft. Da gibt's doch nur 5 Ränge bei ihr. Wahrscheinlich, weil man mit ihr so wenig abhängen kann. Jetzt, da wir alle unsere Nährstoffe haben, ist es Zeit für die nächste Phase. Ich will dich nicht überfordern, aber ich werde dafür sorgen, dass du ab jetzt noch härter trainierst. Wir sind zur Sporthalle gegangen und haben trainiert. Dank Kasumis Training hat sich meine Ausdauer erhöht. Die Max-CP wurde um 5 erhöht. Ich schätze, wir haben keine Zeit mehr. Ich schätze, wir lassen es für heute gut sein. Ich hoffe, wir können das irgendwann wieder machen. You're back. Sorry, Yusuke. Nein, es tut mir echt leid. Oh nein. Ich fühle mich so schlecht dabei jetzt. Und ich mag Yusuke voll. Aber ich mag auch Kasumi. Die sind beide total cool. Oh Mann. Dieses Spiel ist voll gemein. Oh Mann. Hoffentlich schreibt er mich morgen wieder an. Dann gehe ich. Dann mache ich's. Was mache ich jetzt? Jetzt renne ich hier panisch im Kreis. Fang es an, zeig mir deinen Kampfgeist. Hat nichts mehr dazu zu sagen. Halt dich an dein eigenes Tempo und nicht nachlässig werden. Nice. Ein gutes Training, wie immer. Nice. Dann hättest du einen Stärke dazu gewonnen. Alright. Alright. Das könnte mittlerweile genauso gut ein Hobby für dich sein. Yusuke. Aber warte mal, können wir ihn nicht irgendwie treffen? Hier müsste er doch normalerweise immer sein. Ja, da ist er doch! Hat dich gefunden. Oder, wir können aber nicht abhängen. Dammit! Ahn war das, oder? Ja. Ach so, wahrscheinlich. Hilfe, wo bin ich?
Wahrscheinlich Ryuji, oder? Ryuji, bist du's? Da ist der Arzt. Da ist der Arzt. Der hängt beim Klo ab. Sag mal. Das ist schon weird. Was machen wir dann? Haben wir heute so gut wie einen freien Tag, wenn jemand mit uns abhängen will, außer die Ärzte? Dann. Verbessern wir unseren Loot. Was hat eigentlich nochmal das Können verbessert? Das frage ich mich jetzt gerade nochmal. Was war aber denn? Was war eigentlich nochmal das Können? Das ist doch ein Witz. Ich will jetzt auch mal den im Waffenland. Dafür brauchen wir ja nochmal eine Stufe. Schaffen wir aber, glaube ich, nicht wegen dem Können. Aber ich frage mich halt, was ist das Können? Schon harter Kampf, feuer dich an, denk da immer daran. Nimm es dir nicht übel, wenn du mittendrin aufgibst. Oh, man. Ja, Können. Wie? Yep. Ah, das war Ding, Werkzeuge herstellen jetzt. Ja. Ja. Ja gut, das können wir jetzt auch gleich machen. Das hat auch heute niemand angeschrieben, deswegen war das heute ein langweiliger Tag. Muss halt die Ärzte, aber. Die Frist ist morgen, klappt das? Die Bilder sind weg, er kann uns nicht mehr erpressen. Jedenfalls, wenn wir keine Shiro glauben können. Sag nicht so was Beängstigendes. Wir können uns noch nicht entspannen. Vielleicht wird das noch aus dem Polizeigewahrs. Vielleicht wird er noch aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Echt jetzt? Außer sie haben eindeutige Beweise wie ein Geständnis. Stimmt, es scheint sich etwas zu bewegen. Meine Schwester hat mir getextet, dass sie heute nicht nach Hause kommt. Vielleicht hat die Polizei den Durchbruch geschafft. Heißt das, ist wirklich was passiert? Das Timing ist perfekt, hoffen wir einfach auf das Beste. Ich bleib die ganze Nacht wach und... Szenario, um das herauszufinden. Stimmt, es ist wirklich morgen. Nehmen wir um den Sack. Okay. Yeah. Yes. Yeah. Können verbessert, oder? Jawohl, dann probieren wir die Big Bang, Big Bang Scheiß Ding Herausforderung am nächsten Tag. All diese Polizeiautos, ist irgendwas passiert? Sieht aus, als würden sie die Umgebung absuchen. Noch eine psychotische Störung, ich komme darauf echt nicht klar. Hat das irgendwas mit den Postern zu tun, die wir gestern gesehen haben? Haben sie die Phantomdiebe verhaftet? Oh, da ist auf jeden Fall was gestiegen. Ich habe gehört, dass sie einen Kriminellen gestellt haben. Die Leute meinen, eine Prangerkarte hätte das Ganze angekündigt. Oh, davon habe ich gehört. Ich habe sie in Shibuya gesehen. In diesem Phantomdiebe-Forum ist richtig viel los. Es gibt ein Forum? Wie heißt es? Ich will es sehen. Oh, man. Es ist so heiß. Hast du heute Morgen von dem Mafia-Boss gehört, der verhaftet wurde? Angeblich lagen kurz vor seiner Festnahme in ganz Shibuya Prangerkarten rum. Weißt du noch, der Kamoshida-Skandal? Das war genauso. Jemand hat eine Prangerkarte hinterlassen. Und bei Madarame auch, wenn ich mich nicht irre. Meinst du, das waren die Phantomdiebe? Wenn ja, bin ich beeindruckt. Ich kann nicht glauben, dass sie wirklich Herzen stehlen. No matter how hard they looked, even our organized crime department couldn't catch Junya Kaneshiro. And yet he simply turned himself in. Even confessed all his crimes. The Phantom Thieves. Is it a crime to manipulate someone's heart? Depending on the means, yes.
He's absolutely right. Even if it makes someone admit their evil deeds and helps make them pay for their crimes? I hope she hasn't fallen under their influence. The Phantom Thieves. Damn it! Ich habe gehört, dass der Anführer des Verbrecherrings in Shibuya geschnappt wurde. Einige unserer Schüler wurden wohl auch von der Bande tyrannisiert. Jetzt können wir aufatmen. Ich bin der Polizei wirklich sehr dankbar, auch wenn sie nur ihren Job machen. Aber vielleicht wird ja der Polizist, der ihn geschnappt hat, dafür befördert. Dann kriegt er einen Stern mehr auf seiner Uniform. Apropos Stern, kannst du diese Frage beantworten, Amamiya-san? Die Summe der Winkel A bis E ist gleich der Summe der Innenwinkel einer bestimmten Form 180 Grad. Weißt du, welche Form gemeint ist? Das Dreieck. This is it. Very good. Stimmt, genau. Die Summe der Innenwinkel eines Dreiecks beträgt immer 180 Grad, wenn es planar ist. Wow, wirklich? Amiya-kun wird richtig klug, oder? Du musst wirklich klug sein, wenn du so eine Frage beantworten kannst. Übrigens gibt es Gerüchte, dass diesmal die Phantomdiebe den Täter geschnappt haben, Kaneshiro. Ihren Namen kennt man noch vor der Sache mit Madarame und dem Vorfall im Mai. Nur eine Großstadtlegende. Aber lasst euch von den Gerüchten nicht ablenken. Lernt lieber für die Prüfungen, die Mittwoche beginnen. Wir haben es wohl geschafft, Kaneshiro einen Sinneswandel zu verpassen. Es reden auch total viele Leute über die Phantomdiebe. Es gab diesmal kein Geständnis, oder? Ah, doch. It's difficult to accept that the authorities are taking all of the credit for his arrest. People are going nuts about the Phantom Thieves online, though. Look! It's all coming together for us. This is quite the turnaround. All of a sudden, people are expressing their long-standing belief in us. So this is why Makoto told us to post the calling card anywhere that might stand out. Pretty smart move on her part. Oh, where is our amazing Miss President? Hello? It's Makoto. My apologies, but I won't be able to join you today. I've been called into a meeting with the principal. There's no need to worry, though. More importantly, there is a special on TV about the Phantom Thieves. Huh? What did it say? They were talking all about our calling cards. For real? Anyway, my apologies about today. I'll have to see you all another time. Who was that? Really? Oh, that's freaking crazy! I hope all this excitement doesn't place us on the police's radar. It'll be fine! No way they'd find out about that weird other world. True, but do you remember what the fake Kaneshiro said towards the end? Yeah, he said we're not the only ones who are doing it. Eh, not gonna let it bother me. Far as we know, he was just pulling that shit out of his ass. I hope that's the case. Anyways, in your face, Akechi! Now, what do you want to do about our next target? Don't get ahead of yourself. Still, people might expect a lot from our next move, considering how excited they're getting. We can't just pick any old schmo now. There is no need to hurry, though. Counting Kamoshida, we've claimed three consecutive victories, right? We should just lay low and wait for all this excitement to blow over. In that case, how about we have another celebration? Oh, good idea! We can make it a welcoming party for Miss President, too! By the way, that briefcase, it's pretty damn expensive! Let's sell it and drop the cash in our party! Wow!
seems like the lay low and wait idea has gone completely out the window. So we can count you out then, Morgana? What are you talking about? I was just saying we should try and keep our party on the down low. That's the spirit! Well, I'm gonna let Makoto know. Hi, Makoto. There's something we forgot to tell you. So... Oh... What's wrong? Hello? I hope you remember, we have finals next week. Yusuke and Morgana excluded, of course. Do you wish not to stand out? You had best not get bad grades, okay? That is something I simply would not be able to overlook as student council president. For now, behave and concentrate on your studies. We can have fun once finals are over. Understood? Gut, Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal weiter bei Persona 5 und ciao.